Willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Gott tut immer noch Wunder, wie wir nachher auch bei den Zeugnissen hören werden. Jeder kann sein Gebetsanliegen vor Gott bringen und er hört uns und er sieht uns. Hoffnung um 12, wir wollen dich heute wieder ermutigen. Heute habe ich ein spezielles Thema: Bete für deine Feinde. Wenn du Gebetshilfe brauchst, darfst du uns gerne dein Gebetsanliegen schicken auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Bete für deine Feinde. Das finden die Christen nicht so prickelnd. Manche denken, da hat Gott irgendwo einen Fehler eingebaut. Das kann es wirklich nicht sein. Aber es gibt in der Bibel viele, viele Stellen, wo wir das tun sollen. Und ich kann dir wirklich sagen, das Resultat ist, dass du gesegnet wirst. Ich möchte mal damit beginnen, Römer 12, Vers 14. Da steht, wenn ihr verfolgt werdet, weil ihr zu Christus gehört, dann verflucht eure Verfolger nicht, sondern erbittet den Segen Gottes für sie. Wow! Was ist das in dieser heutigen Zeit? Und ich sage dir, es lohnt sich wirklich für diese Menschen zu beten, die gegen dich sind. Dass du sie wirklich segnest, was Gott damit tut und vorhat, das lass seine Sache sein. Es gibt auch noch einen weiteren Vers in Lukas 6, Vers 28. Bete für das Glück derer, die euch verfluchen. Betet für die, die euch verletzen. Was ist das für eine Aussage? Da sagst du, wo steht das? Ja, in Lukas 6, 28, betet für das Glück derer, die euch verfluchen. Ist es nicht so, dass uns da manchmal so viel Fantasie in den Kopf kommt? Herr, du könntest jetzt gucken, schauen, dass das und jenes mit dem passiert oder dass das nicht gelingt und so weiter. Wir haben schon Pläne des Verderbens für den anderen, der uns ärgert. Und das ist wirklich wichtig, dass wir das nutzen. Barmherzigkeit für Menschen, die es in unserer Sicht nicht verdient haben. Oder auch in der Sicht vielleicht anderer. Oder die gegen Gott angehen. Oder die sowas von daneben sind. Es heißt wirklich, wir sollen für diese Menschen beten. Und ich sage dir, der Lohn ist, es befreit dich. Es befreit dich. Und wir haben schon so viele erlebt, die wirklich sich durchgerungen haben, zu vergeben oder für andere zu beten, die gegen sie sind. Da wurden sie auf einmal sogar geheilt. Ich sag dir, es lohnt sich wirklich, für die Feinde zu beten. Und wenn es noch so schwer fällt. Danke, Herr, dass du uns auch da mit diesem unbeliebten Wort oder und die unbeliebten Bibelstellen, Herr, wirklich, dass wir sie auch in Erinnerung rufen und wirklich auch für unsere Feinde, für unsere Gegner beten, Herr. Herr, danke, dass du hast versprochen, dass das uns freisetzt und es tut's wirklich. Und Herr, danke, Herr, auch frei von Krankheiten womöglich, richtig befreit von allem Möglichen. Ich danke dir dafür. Herr, offenbare du es einem jeden. Amen. Amen. Und wir möchten für Menschen beten, die Gottes Hilfe brauchen, die uns geschrieben haben. Und eine Mutter schreibt uns folgendes Gebetsanliegen für ihre Tochter. Bitte betet für meine Tochter, die ihr zweites Kind erwartet. Letztes Jahr hat sie zweimal ihr Kind verloren. Bitte betet, dass sie ein gesundes Baby austragen kann. Danke. Jesus, und du kennst diese Tochter, die zwei Kinder verloren hat. Und ich danke dir, dass du ihr begegnest, dass du auch diesen Schmerz heilst, dass du auch diese Seele heilst, wo ja so viel Sorgen sind. Und ich danke dir, dass du diesen Unterleib berührst, dass wirklich ein Kind ausgetragen werden kann. Und ich danke dir, dass du ihr ein wunderbares Kind schenkst. Und du hast es schon so oft getan, wie wir von vielen Zeugnissen wissen. Und du kannst es auch da tun. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass sie das wirklich jetzt erfahren darf, dass sie ein gesundes Kind haben darf. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und eine Frau schreibt uns wegen ihrer Gürtelrose.
Liebes Gebetsteam, ich habe heute eine Diagnose Gürtelrose bekommen. Ich habe fürchterliche Schmerzen am linken oberen Rücken. Bitte beten Sie, dass es schnell und vollständig wieder weggeht. Vielen Dank. Und Jesus, du kennst auch diese Frau mit der Gürtelrose, wo solche Schmerzen hat im Rücken, im oberen Rücken. Und ich danke dir, dass du diesen Rücken jetzt gerade berührst, dass deine heilenden Ströme jetzt über diesen Rücken gehen und dass diese Schmerzen entmachtet sind durch das Blut Jesu. Und ich danke dir, dass du auch all die anderen Personen, die jetzt an irgendeiner Gürtelrose leiden, gerade jetzt berührst, egal wo diese Gürtelrose sitzt. Und ich danke dir, dass du ein wunderbarer Gott bist und dass du Menschen berührst und dass wir das auch wieder erfahren dürfen, was du getan hast. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreibt uns dein Anliegen, wenn du Gebetshilfe brauchst. Die Infos sind eingeblendet. Und per E-Mail erreichte uns folgendes Gebetsanliegen. Die Verlobte unseres Sohnes, 38 Jahre alt, hat Leukämie und braucht Stammzellen. Bisher wurde noch kein Spender gefunden. Bitte betet, dass Sie bald einen Spender finden. Herzlichen Dank für eure Gebete. Ja, das wollen wir tun. Herr, danke, Herr. O Herr, für einen Weg der Heilung, der Befreiung von dieser Leukämie. Und ich danke dir dafür, Herr. Herr, sei es ein Spender, sei es eine andere Möglichkeit der Heilung. Herr, wir rufen, Herr, die Gesundheit wieder in Existenz, Herr, die du jedem Menschen, Herr, in die Wiege gelegt hast. Und ich danke dir dafür, dass wir sie fordern dürfen, dass wir dafür beten dürfen und dass du wunderbarer Heiler bist. Ich danke dir dafür. Danke, Herr, begegne dieser Frau. Amen. Amen. Und eine Großmutter bittet für ihr Enkelkind um Gebet. Sie schreibt, hallo ihr Lieben, bitte betet für unser Enkelkind. Sie hat seit vielen Wochen eine rätselhafte Leberentzündung. Es wird dauernd Blut untersucht und die Ärzte haben die Befürchtung einer Autoimmunerkrankung. Wir beten für vollständige Heilung und Glaubensstärkung in der Familie. Vielen Dank. Ja, genau das, Herr. Danke, Herr. Herr, stärke den Glauben. Und Herr, nicht nur den Glauben, sondern lass es auch sichtbar werden. Herr, dass diese Heilung sich manifestiert, Herr, dass diese Leberentzündung verschwindet. Herr, wir bitten es in Jesu Namen, Vater im Himmel, dass diese Entzündung verschwindet, die ganze Krankheit, die ganzen Symptome. Und Herr, wir rufen auch hier komplette Heilung aus. In Jesu Namen. Amen. Und viele Menschen haben wieder Gottes Hilfe erfahren und schreiben uns. Und da möchte ich einiges vorlesen. Eine Frau berichtet uns von der Heilung ihrer Tante. Vielen Dank für eure vielen Gebete. Meine Tante ist vor einem Jahr von Brustkrebs geheilt worden und meine Mutter hat ein Übergabegebet mitgebetet. Dank sei Jesus. Wie wunderbar, wenn Menschen Jesus finden und ihr Leben Jesus geben. Und eine Heilung von unserem Gottesdienst in Zofingen. Zofingen war für mich eine gesegnete Zeit. Großen Dank möchte ich Gott geben, denn er hat meine Gebete erhört. Er hat mich an Schultern und Beinen geheilt. Lob und Dank Jesus allein. Und Gott gibt jeden Tag Kraft für das Alleinsein, schreibt da jemand. Und Jesus ist auch bei jedem, der sich alleine fühlt. Gott tut Wunder, wie eine Frau es erlebt hat. Meine Freundin möchte sich bei euch für eure Gebete bedanken. Nach einem monatelangen atypischen Vorhofflimmern, was medizinisch nicht behoben werden konnte, ist im Oktober ein normaler Herzrhythmus eingetreten. Für alle und insbesondere für sie selbst ein großes Wunder. Von Herzen bedankt sie sich bei euch. Wie wunderbar, wenn ein Herz wieder normal schlägt und keine Symptome mehr da sind. Und frei von Depressionen, eine Frau aus der Schweiz schreibt uns, ich bat euch immer wieder um Gebet wegen der Depressionen, die ich hatte. Seit 5 Monaten habe ich keine Depressionen mehr. Eure Gebete haben Wunder gewirkt. Dafür danke ich Gott jeden Tag. Und es ist so wunderbar, wie Gott eingreift und wie Gott wirklich da ist, wenn wir seine Hilfe benötigen.
Ja, es ist immer schön, solche Berichte und Erlebnisberichte, Heilungen zu erleben. Und mir ging gerade im Kopf rum, die Anliegen, die jetzt hier berührt wurden, haben wir schon wieder neue Anliegen, wo Dinge geschehen sind und wo wir auch dafür beten wollen. Und schreib du auch gerne uns dein Anliegen, aber auch wenn Gott was getan hat, lass es uns wissen. Wir würden es gerne hier weiter berichten. Ja, unser Spezialthema heute, bete für deine Feinde. Hast du schon auf die Seite geschoben während der Sendung oder sagst du, das ist eine interessante Sache. Ich sag dir, probier es aus. Wenn du für die Feinde betest, heißt nicht, dass die Feinde richtig sind oder irgendwo du dich rechtfertigen musst. Nein, es ist ein biblischer Auftrag und es ist auch Segen verheißen. Du wirst sehen, Gott wird dich an einer ganz anderen Stelle oder bestimmten Stelle so berühren, dass du sagst, wow, ich habe eigentlich für den Feind gebetet und jetzt ist das und jenes geschehen. Gott wird es belohnen. Wenn du ein Gebetsanliegen hast, dann lass es uns wissen. Wir beten gerne für dich und auch heute am Telefon bis 13 Uhr. Ja, und nächsten Samstag sind wir um 13 Uhr in Zofingen in der Schweiz. Bist du dort in der Nähe, hast du die Möglichkeit, komm einfach vorbei in den Stadtsaal in Zofingen. Wir beten dort auch persönlich für dich, wenn du es haben möchtest. Und dann die Woche drauf ist Samstag und Sonntag sind die Heilungstage. Für diese melde dich bitte an über unsere Webseite. Da erwarten wir wirklich auch Gottes Wirken. Wir freuen uns auf dich. Bis bald. Alles Gute und der Herr segne dich. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.